Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vor wenigen Tagen, am 3. Oktober, haben wir 25 Jahre deutsche Einheit gefeiert. Und dabei ist eine überwiegend positive Bilanz gezogen worden, und das zu Recht. Die ostdeutschen Bundesländer haben sich seit 1990 insgesamt gut entwickelt. Und wir sind auch beim Zusammenwachsen zwischen Ost und West gut vorangekommen. Es ist ein Anlass zu großer Freude, dass wir Deutschen heute wieder ganz selbstverständlich in einem Land leben. Der 3. Oktober ist zugleich auch die Geburtsstunde unseres Bundeslandes. Am 14. Oktober 1990 fanden die ersten Landtagswahlen statt und knapp zwei Wochen später, am 26. Oktober, kam der Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Am Tag darauf wurde der erste Ministerpräsident gewählt. Und deshalb denke ich, dass unsere heutige Sitzung der richtige Zeitpunkt ist, um zurückzublicken und Bilanz zu ziehen nach 25 Jahren Mecklenburg-Vorpommern. Nun kommt vielleicht von dem einen oder anderen der Einwand, wie kann man angesichts der großen Herausforderungen, vor denen Deutschland und auch wir in Mecklenburg-Vorpommern wegen der großen Zahl an Flüchtlingen stehen, wie kann man da eine Regierungserklärung zu 25 Jahren Mecklenburg-Vorpommern machen? Müsste da nicht Top 1 der heutigen Sitzung wieder die Flüchtlingsproblematik sein? Daran stimmt natürlich, dass dies die aktuell größte Herausforderung ist, die große Anstrengung erfordert. Das leisten wir auch, gestern zum Beispiel mit der Kabinettvorlage zur Umsetzung der Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels. Aber meine Damen und Herren, klar ist doch auch, wir dürfen jetzt nicht immer nur noch über Flüchtlinge reden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, alle anderen im Land müssten deshalb zurückstehen. Das muss in der Waage bleiben. Alle brauchen unsere Fürsorge. Und wir helfen nicht den einen auf Kosten der anderen. Und es ist angesichts der großen Herausforderungen sicherlich auch gut und richtig, sich vor Augen zu führen, was wir alle miteinander in der Vergangenheit schon an Schwierigkeiten gemeistert haben. Dass den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern im ganzen Osten erst eine friedliche Revolution und dann ein beispielloser Aufbauprozess gelungen ist. Und das darf nicht deshalb unter den Tisch fallen, weil es jetzt eine andere große Aufgabe zu bewältigen gilt. Ich meine im Gegenteil, das ist auch eine Ermutigung in der jetzigen schwierigen Situation und ein Grund für Zuversicht, also hochaktuell. Meine Damen und Herren, im Herbst 1989 machte sich eine schnell anwachsende Zahl von Menschen auf, um für Reformen in der DDR, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, freie Wahlen zu demonstrieren. Und mit ihren friedlichen Protesten brachten sie binnen weniger Wochen die SED-Herrschaft zu Fall und auch die Grenze, die Deutschland für mehr als 40 Jahre geteilt hatte. Der 9. November 1989 mit der Öffnung der Grenzen, an die wir im letzten Jahr mit einem Festakt im Staatstheater erinnert haben, steht für den Beginn des Zusammenwachsens von Ost und West. Aus dem Ruf "Wir sind das Volk" wurde "Wir sind ein Volk". Und spätestens mit der ersten freien Volkskammerwahl im März 1990 wurden die Weichen hin zu einer schnellen Einheit gestellt. Daran, dass es dann innerhalb eines halben Jahres zur deutschen Einheit kam, haben viele mitgewirkt, selbstverständlich in der alten Bundesrepublik und auf internationaler Ebene. Dennoch bleibt richtig, es waren vor allem die Ostdeutschen selbst, die den Weg zur Freiheit, zur Demokratie und zur deutschen Einheit freigemacht haben. Darauf können alle, die damals dabei waren, sehr stolz sein. Meine Damen und Herren, als der Landtag vor 25 Jahren zu seiner ersten Sitzung zusammenkam, standen die Abgeordneten vor riesigen Aufgaben. Die Jahre 89 und 90 hatten den Menschen in den ostdeutschen Ländern viele Verbesserungen gebracht. Die Meinungsfreiheit eben, Pressefreiheit, Reisefreiheit, freie Wahlen, viele wirtschaftliche Möglichkeiten. Der Übergang in eine neue politische Ordnung und in ein neues Wirtschaftssystem war aber auch mit großen Schwierigkeiten und Umstellungen verbunden. Wie groß die Aufgaben waren, das spiegelt auch die erste Regierungserklärung wider, die Alfred Gomolka, der erste Ministerpräsident unseres Landes, hier am 30. November 1990 abgegeben hat. Er hat damals gesagt, ich zitiere, "Meine Regierung ist angetreten, um gemeinsam mit den Bürgern aus diesem Land wieder eine Heimat zu machen, in der wir uns alle wohlfühlen können. Diese Aufgabe ist nicht leicht. Viele Probleme lasten schwer auf unserem Land. Wir alle sind gefordert, uns neu zu orientieren, unseren Platz in einer veränderten Gesellschaft zu finden, uns den Veränderungen, die die friedliche Revolution notwendigerweise mit sich brachte, zu stellen." Soweit das Zitat.
Das ging damals nicht ohne Brüche und auch nicht ohne Enttäuschungen. Vor allem in der Wirtschaft kam es in dieser Zeit zu einem tiefgreifenden Umbruch. Zwar gab es in den Jahren nach 1990 auch viel wirtschaftlichen Aufbruch mit zum Teil hohen Wachstumsraten. Es wurde kräftig konsumiert, kräftig gebaut. Und manches damals gegründete Unternehmen kann heute selbst auf eine 25-jährige positive Geschichte zurückblicken. Die Jahre nach 1990 waren aber vor allem eine Zeit der wirtschaftlichen Krise, in der viele DDR-Betriebe ihre Tore für immer schließen mussten und in der wichtige Wirtschaftsbereiche wie die Werften, die Landwirtschaft sich einem sehr schmerzhaften Strukturwandel unterziehen mussten, verbunden mit einem riesigen Abbau an Arbeitsplätzen. Fast alle Menschen in unserem Land mussten sich damals beruflich umorientieren. Viele haben in dieser Zeit die Erfahrung von Arbeitslosigkeit gemacht, manche sogar mehrfach. Wohl kaum eine Familie im Land war davon nicht betroffen. Das ist sicher der wichtigste Grund, warum auf die wirtschaftliche Krise bald auch eine gesellschaftliche folgte. Die Einheitseuphorie war schnell verflogen und manche Überheblichkeit aus dem Westen trug mit dazu bei, dass viele Menschen in unserem Land sich im vereinten Deutschland als Bürger zweiter Klasse fühlten. Es gab viel Unmut und er ist auch heute noch verständlich. Kein Verständnis und keine Rechtfertigung kann es aber geben, wenn Frustration gepaart mit Ausländerfeindlichkeit in Gewalttätigkeiten mündet. Die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen 1992, der Angriff auf das Sonnenblumenhaus, die aufflackernden Brandsätze, die große Angst der Menschen im Haus und der widerwärtige Beifall der Schaulustigen davor haben das Bild unseres Landes für lange Zeit negativ geprägt. Es waren Tage der Schande für unser Land. Und es ist wichtig, dass wir in einer Zeit, in der wieder eine große Zahl von Flüchtlingen zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, eines sehr deutlich machen: Das, was damals geschah, darf sich nie wiederholen. Meine Damen und Herren, neben der Bewältigung der damaligen Krise galt es, die staatlichen Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern neu zu errichten. Der Landtag mit seinen Ausschüssen, die Landesregierung mit den Ministerien, die Justiz bis hinauf zum Verfassungsgericht, all das, was uns heute selbstverständlich ist, musste in kürzester Zeit neu aufgebaut werden. 1994 erhielt das Land seine Verfassung. Nach meinem Eindruck hat die Verfassungskommission damals hervorragende Arbeit geleistet. Unsere Verfassung definiert nicht nur die Regeln unserer Arbeit, sie hat mit ihrem Wertebezug auch entscheidenden Anteil daran, dass sich unser Land seit den 90er Jahren so gut entwickelt hat. Die Landesregierungen von Alfred Gomolka und Bernd Seite mussten das Land durch schwierige Zeiten führen. Hier im Landtag gab es manchmal Sitzungen bis in die Nacht, mit harten, kontroversen, oft emotionalen Debatten, aber auch mit Kompromissen über die Parteigrenzen hinweg. Mit Lorenz Cafier und Till Backhaus gibt es zwei Abgeordnete unter uns, die schon damals dabei waren, die unserem Landtag seit 1990 angehören. Für unseren Kollegen Jürgen Seidel gilt das mit Unterbrechungen. 1994 kamen dann Helmut Holter, Peter Ritter, Silvia Brettschneider und Harry Glawe dazu. Sie stehen für alle, die unser Land in den ersten Jahren aufgebaut und die vielen wichtigen Weichenstellungen vorgenommen haben, von denen wir heute profitieren. Dafür Ihnen allen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Ende der 90er Jahre begann eine zweite Phase in der Entwicklung unseres Landes. SPD und PDS bildeten damals die erste rot-rote Landesregierung in Deutschland. Die Meinungen über dieses Bündnis gehen auseinander, das ist wenig überraschend. Für mich hat die rot-rote Regierung vor allem in zwei Bereichen wichtige Weichenstellungen für unser Land vorgenommen. Sie hat erfolgreich einen zweiten wirtschaftlichen Strukturwandel eingeleitet. Beispielsweise wurden die Grundlagen für die Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns zum Gesundheitsland gelegt, mit dem Aufbau des Bioconvali-Netzwerkes, dem Kuratorium Gesundheitswirtschaft und dem ersten Masterplan Gesundheitswirtschaft für unser Land. Und sie hat Mecklenburg-Vorpommern auf den Kurs der soliden Finanzpolitik gebracht. Die Neuverschuldung des Landes wurde Schritt für Schritt zurückgeführt, bis 2006 erstmals ein Haushaltsabschluss mit schwarzer Null vorgelegt werden konnte. Eine wegweisende Weichenstellung für unser Land. Die rot-rote Regierung hat für mich aber noch einen darüber hinausgehenden Wert. Sie war nämlich das Signal an alle, die sich in der DDR in guter Absicht für Staat und Gesellschaft eingesetzt hatten, dass auch Sie beim Neuaufbau unseres Landes willkommen sind, wenn Sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Harald Ringstorff
Harald Ringsdorf hat das schon in seiner Regierungserklärung im November 98 sehr klar formuliert. Ich zitiere auch ihn. Jeder, der guten Willens ist, muss eine Chance beim Aufbau unseres Landes bekommen. Wir brauchen alle, die mit Herz und Hand und guten Ideen zum Aufbau Mecklenburg-Vorpommerns beitragen wollen. Soweit das Zitat. Ich meine, das sind gute Leitsätze auch für die Zukunft. Die Regierung aus SPD und PDS hat einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt in unserem Land und zum Zusammenwachsen von Ost und West geleistet. Und das bleibt über den Tag hinaus. Harald Ringsdorf stand 10 Jahre und damit länger als jeder andere an der Spitze unseres Landes, 8 Jahre mit der PDS, 2 weitere erfolgreiche Jahre mit der CDU. Er hat die Regierungsarbeit in unserem Land stärker geprägt als jeder andere und er war mit seiner mecklenburgischen Art, mit seiner Liebe zur plattdeutschen Sprache ein hoch anerkannter Landesvater. Ihm gebührt ein besonderer Dank, wenn wir auf 25 Jahre Mecklenburg-Vorpommern zurückblicken. Meine Damen und Herren, seit Mitte des letzten Jahrzehnts läuft die 3. Phase in der Entwicklung unseres Landes, eine Phase, in der sich die positive Entwicklung in der Wirtschaft erstmals auch auf dem Arbeitsmarkt immer stärker bemerkbar macht. Eine Phase aber auch mit neuen Herausforderungen. Wir müssen das Land darauf einstellen, dass die Finanzmittel von der EU, vom Bund, von den finanzstarken Ländern, dass die zurückgehen. Und auch der demografische Wandel stellt uns vor neue Herausforderungen. Die Antwort, die die Landesregierung aus SPD und CDU darauf gibt, ist klar. Wir investieren in die Bereiche, die für die Zukunft unseres Landes besonders wichtig sind, in die wirtschaftliche Entwicklung und gute Arbeitsplätze, in Familien und Kinder, in Schulen und Bildung. Und wir verbinden das mit einem Kurs der soliden Finanzpolitik. Das ist unser Weg zu einer Zukunft aus eigener Kraft, meine Damen und Herren. Dazu gehört, dass wir Mut auch zu schwierigen Reformen haben müssen. Das gilt für die Kreisgebietsreform, die von dieser Regierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Und es gilt für die anderen weiteren notwendigen Strukturveränderungen. Ich sage Danke an die Abgeordneten der beiden Regierungsfraktionen, die das aktiv und verantwortlich mitgestaltet haben. Vielen Dank. Ebenso gilt das für den notwendigen Personalabbau in der Landesverwaltung, den wir ohne betriebsbedingte Kündigungen gestalten. Ende des Jahres werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach sagen können, Mecklenburg-Vorpommern hat über 10 Jahre lang keine neuen Schulden aufgenommen. Im Gegenteil, wir haben sogar Schulden abgebaut. Das ist einer der größten Erfolge in 25 Jahren Mecklenburg-Vorpommern. Mir war in den letzten Jahren noch ein zweites Ziel besonders wichtig, nämlich dass die Mecklenburger und Vorpommern mit mehr Stolz auf das blicken, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich habe 2008 in der Regierungserklärung nach meinem Amtsantritt gesagt, ich zitiere auch das, unser Ziel ist ein starkes, selbstbewusstes, modernes Bundesland. Ein Land, von dem die Menschen in ganz Deutschland und darüber hinaus sagen, da möchte ich leben, da will ich arbeiten. Ein Land, das stolz ist auf seine Leistungen und seine Traditionen selbstbewusst pflegt. Soweit das Zitat und ich sage, auch auf diesem Weg sind wir in den letzten Jahren gut vorangekommen. Das Gemeinschaftsgefühl ist erheblich gestärkt. Der Stolz auf das, was wir erreicht haben, wächst. Und auch deshalb können wir sagen, die Jahre der Landesregierung aus SPD und CDU waren die bislang erfolgreichsten für unser Land. Meine Damen und Herren, die Zahlen aus dem aktuellen MV-Monitor sind eindeutig. 94% sagen, dass sich Mecklenburg-Vorpommern seit seiner Gründung gut oder sogar sehr gut entwickelt hat. Das ist ein großartiges Ergebnis, über das wir uns gemeinsam sehr freuen können. Und diese positive Bilanz zeigt sich erfreulicherweise in allen Bevölkerungsgruppen. Bei den Jüngeren genauso wie bei der mittleren und der älteren Generation, bei Männern genauso wie bei Frauen und auch in beiden Landesteilen. Auch in Vorpommern ziehen 91% eine positive Bilanz der Entwicklung unseres Landes. Das ist wichtig, denn der östliche Teil hatte es in den letzten 25 Jahren oft schwerer. Nicht, weil die Menschen dort weniger leisten, sondern wegen der Randlage in Deutschland. Insgesamt gilt, beide Teile unseres Landes haben sich gut entwickelt und beide brauchen auch in Zukunft weiter unsere Unterstützung. Meine Damen und Herren, dass die Menschen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern nahezu einhellig eine positive Bilanz über die Entwicklung unseres Landes ziehen, das hat gute Gründe und ist mehr als nachvollziehbar. Mecklenburg-Vorpommern ist schließlich in den letzten 25 Jahren
umfassend modernisiert worden. Im letzten Vierteljahrhundert sind riesige Summen in den Aufbau unseres Landes investiert worden, zusammen 37,8 Milliarden. Dass dieses Geld gut angelegt worden ist, das zeigt sich besonders deutlich am Erscheinungsbild unserer Dörfer und Städte. Die meisten erstrahlen heute wieder einen neuen Glanz. Wismar und Stralsund haben Eingang ins Weltkulturerbe gefunden. Und ich hoffe, dass auch Schwerin, die ohne Zweifel schönste Landeshauptstadt in Deutschland, bald dazukommen wird. Insgesamt muss man sagen, unser Land hat deutlich an Attraktivität gewonnen. Komplett erneuert wurde die Verkehrsinfrastruktur. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, als eine Fahrt von Greifswald nach Schwerin eine halbe Tagesreise war. Heute geht das in weniger als 2 Stunden. Die A20, die Verlängerung der A14, der Bau der neuen Rügenbrücke, zahlreiche neue Ortsumgehungen haben Mecklenburg-Vorpommern deutlich besser erschlossen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und natürlich auch eine deutliche Verbesserung für die Menschen im Land. Meine Damen und Herren, vor allem aber haben wir mit den dafür zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln einen außerordentlich erfolgreichen wirtschaftlichen Aufholprozess im Land gestaltet. Mecklenburg-Vorpommern hat in den letzten 25 Jahren seine wirtschaftliche Basis erheblich verbreitert und enorm an Wirtschaftskraft gewonnen. Eine große Erfolgsgeschichte hat schon sehr früh der Tourismus geschrieben. Natürlich, Urlaub gemacht hat man in der DDR auch schon an der Ostsee. Aber in den letzten 25 Jahren sind zu den Gästen aus Sachsen und Berlin viele Urlauber aus den westdeutschen Ländern und darüber hinaus dazugekommen. Und mancher, der hier seine Ferien verbracht hat, ist für immer geblieben. 2014 hat die Tourismusbranche wieder einmal, nahezu jedes Jahr ist das der Fall, wieder einmal einen neuen Übernachtungsrekord erzielt. 2015 lag die Zahl der Übernachtungen in den ersten 7 Monaten noch einmal über den 7 Monaten von 2014. Mecklenburg-Vorpommern ist heute das Tourismusland Nummer 1 in Deutschland und darauf sind wir stolz, meine Damen und Herren. In einer anderen traditionsreichen Branche hatten wir hingegen von Anfang an mit großen Problemen zu kämpfen. Es gab in den letzten 25 Jahren mehrere Werftenkrisen. Die Zahl der dort Beschäftigten ist immer weiter zurückgegangen und auch heute befinden sich einige unserer Werften in schwierigem Fahrwasser. Aber immerhin, anders als viele andere in der Welt, sind sie noch am Markt und sie haben Zukunftschancen, wenn es ihnen gelingt, sich erfolgreich neue Märkte zu erschließen, vor allem im Spezialschiffbau und im Offshore-Bereich. Wir werden sie dabei unterstützen, wo immer das rechtlich möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, aber über eines, sage ich, müssen wir uns im Klaren sein. Am Ende entscheidet nicht das Land, sondern der Markt darüber, ob der Strukturwandel gelingt. Es ist ein Irrglaube. Das Land könne ein maritimes Konzept schreiben und dann gehe es den Werften wieder gut, meine Damen und Herren. Viele andere Branchen haben sich in den letzten Jahren eindeutig positiv entwickelt. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe gehören nach dem Strukturwandel zu den leistungsstärksten und produktivsten in ganz Deutschland. Sie sind zugleich die Basis für eine starke Ernährungswirtschaft. Gesundheitswirtschaft habe ich schon angesprochen. Sie ist mit mehr als 100.000 Beschäftigten heute eine der tragenden Säulen der Wirtschaft des Landes. Und mit den erneuerbaren Energien haben wir uns ein weiteres wichtiges Zukunftsfeld erschlossen, in dem Tausende neuer Arbeitsplätze entstanden sind. Gut entwickelt haben sich auch die Hafen- und Logistikwirtschaft, wobei unsere Häfen nicht nur wichtig sind für den Passagierverkehr und Güterumschlag, sie sind in den letzten 25 Jahren auch wichtige Industriestandorte geworden, in denen direkt an der Kaikante produziert wird. Und im Umfeld unserer Universitäten und in den Technologiezentren des Landes sind zahlreiche innovative, junge Unternehmen entstanden, die sich am Weltmarkt behaupten. Hinzu kommen ein starkes Handwerk und der gewerbliche Mittelstand als das wirtschaftliche Rückgrat unseres Landes. Die wachsende Wirtschaftskraft macht sich erfreulicherweise auch immer stärker am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 10 Jahren praktisch halbiert. Und das nicht allein ein demografischer Effekt, sondern die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im gleichen Zeitraum deutlich angestiegen. Und was besonders wichtig ist, die Zeiten, in denen junge Menschen für eine Ausbildung in andere Länder gehen mussten, die sind endgültig vorbei. Es gibt inzwischen genügend Ausbildungsplätze und es gibt gute Zukunftschancen für junge Menschen. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse nach 25 Jahren Mecklenburg-Vorpommern.
Meine Damen und Herren, zu einer ehrlichen Bilanz gehört aber auch die Feststellung, dass wir trotz aller Fortschritte immer noch Rückstand aufweisen. Die Wirtschaftskraft und die Einkommen sind bei uns, wie auch in den anderen ostdeutschen Ländern, immer noch niedriger. Die Arbeitslosenzahlen immer noch höher als in den westdeutschen Ländern. Auch dessen sind sich die Menschen bei uns im Land sehr bewusst. Nur 8% der Menschen sehen die Ost-West-Angleichung schon als weitgehend abgeschlossen an. 90% meinen, dass es nach wie vor größere Unterschiede sind. Wir sind also wirtschaftlich auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel. Es werden auch in Zukunft große Anstrengungen erforderlich sein, um die ostdeutschen Länder weiter voranzubringen. Auch deshalb kämpfen wir in großer Gemeinsamkeit mit den anderen ostdeutschen Ländern für einen fairen Länderfinanzausgleich. Meine Damen und Herren, auch im sozialen Bereich und in der Bildung ist eine positive Entwicklung festzustellen. Ein gutes Angebot an Kita-Plätzen gab es hierzulande schon während der DDR-Zeiten. Und es war ganz sicher richtig, das nach 1990 zu erhalten. Heute besuchen 97% der 3- bis 6-Jährigen eine Kita bei uns. Bei den unter 3-Jährigen sind es 56%. Damit liegen wir ganz vorne in der Spitzengruppe in Deutschland. Gute Kitas, das ist ein Thema, bei dem die westdeutschen Länder auch heute noch viel von den ostdeutschen Ländern lernen können. Die Landesregierung hat in den letzten Jahren einen klaren Schwerpunkt bei den Kitas gesetzt. Wir haben die Landesausgaben in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Wir haben mit einer Vielzahl von Schritten die Kitas deutlich verbessert. Die Elternbeiträge gesenkt in der Krippe und im letzten Kita-Jahr. Wir zahlen das Essen, Mittagessen für Kinder aus finanziell schwachen Familien. Wir haben inzwischen kleinere Gruppen. Wir haben den Erzieherinnen und Erziehern mehr Vor- und Nachbereitungszeit ermöglicht, die vorschulische Bildung gestärkt. Das sind wichtige Voraussetzungen für die Eltern und vor allem für die Kinder bei uns im Land. Meine Damen und Herren, deutlich schwieriger gestaltete sich lange Zeit die Entwicklung an den Schulen. Für mich gehört es zu den größten Fehlern der Anfangszeit, dass 1990 die damalige Landesregierung mit großer Selbstverständlichkeit einfach das westdeutsche Schulsystem übernommen hat. Vieles haben wir inzwischen korrigiert. Heute haben wir ein gutes System aus Gymnasien und Regionalschulen. Der ostdeutschen Tradition entsprechend gibt es das Abitur nach 12 Jahren und das längere gemeinsame Lernen bis Klasse 6. Aber natürlich haben diese Richtungswechsel, die nötig waren, auch zu Unruhe an den Schulen geführt, ebenso wie natürlich die Probleme, die aus dem demografischen Wandel resultieren. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler sank in den 90er Jahren auf 1/3 der vorherigen Zahlen. Das führte natürlich in den Kreisen und kreisfreien Städten zu schwierigen Debatten um den Erhalt der Schulen, um Schulschließungen. Und es führte zu einem inzwischen zum Glück beendeten Lehrerpersonalkonzept, von dem ich aber auch ganz deutlich bei dieser Gelegenheit sagen will, das war eine große Solidarleistung der Lehrerinnen und Lehrer, verbunden mit erheblichen Einschritten und mit großem Einsatz. Herzlichen Dank dafür. Diese Landesregierung hat in dieser Wahlperiode ganz bewusst 2 Schwerpunkte in der Schule gesetzt. Um nach Jahren der Unruhe wieder zur Verlässlichkeit und zu mehr Gemeinsamkeit zu kommen. Es soll mehr Kommunikation, mehr Gespräche mit den Eltern und Lehrern geben und eine deutlich bessere Organisation. Natürlich müssen die Lehrer, wenn sie in die großen Ferien gehen, wissen, wo sie nach den großen Ferien eingesetzt werden. Wir haben inzwischen ein 50-Millionen-Paket auf den Weg gebracht, um den Unterrichtsausfall zu reduzieren, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Und es ging mir, das habe ich auch 2008 schon in der Regierungserklärung gesagt, um einen Punkt ganz besonders, nämlich die Zahl derer, die unsere Schulen ohne einen Abschluss verlassen, dass wir die deutlich verringern müssen. Darauf haben wir große Anstrengungen verwandt, mit Erfolg. Die Zahl hat sich seit 2008 halbiert. Wir können sagen, nach vielen schwierigen Jahren sind unsere Schulen heute wieder auf einem guten Weg. Meine Damen und Herren, große Summen wurden in den letzten 25 Jahren in die Universitäten, die Hochschulen, die Fachhochschulen investiert, Baumaßnahmen, aber natürlich vor allem in Lehre und Forschung. Auch das mit Erfolg. Unsere Hochschulen ziehen heute Studierende aus ganz Deutschland an. Sie bieten Wissenschaftlern gute Arbeitsbedingungen. Und die Universitäten in Rostock und Greifswald sind heute zugleich wichtige Entwicklungsmotoren für das Land. Deshalb können wir heute sagen, es war richtig, dass wir auch gegen manchen Expertenrat uns für den Erhalt der Universitätsmedizin in Greifswald entschieden haben. Das war eine ganz wichtige Weichenstellung, auch für die Entwicklung insgesamt im Landesteil Vorpommern. Genauso wichtig war natürlich der Aufbau der Fachhochschule in Stralsund.
Und auch die Hochschulen in Wismar und Neubrandenburg liefern wichtige Impulse für die Entwicklung ihrer Region. Die neu aufgebaute Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Güstrow, ebenfalls sehr wichtig, hat die Qualität der Landesverwaltung erheblich verstärkt. Und von besonderem Wert ist für mich, ich denke für uns alle, die Hochschule für Musik und Theater im alten Katharinenstift in Rostock. Sie bereichert auf vielfältige Weise das kulturelle Leben im Land, eine Perle, auf die wir stolz sein können. Insgesamt muss man ja sagen, wenn man sich im Land umschaut, Mecklenburg-Vorpommern verfügt nach diesen 25 Jahren insgesamt über eine wirklich vielfältige Kultur- und Kunstszene. Unsere Musikfestivals, allen voran die Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern, das Usedomer Musikfestival, begeistern Einheimische wie Urlaubsgäste gleichermaßen. Das gilt in gleicher Weise für unsere Museen, das Staatliche Museum hier in Schwerin, die Kunsthalle in Rostock, Pommersche Landesmuseum in Greifswald oder das Meeresmuseum und Ozeaneum in Stralsund. Von besonderer Bedeutung war für alle Landesregierungen immer die Bewahrung unseres historischen Erbes. Und dazu gehört natürlich auch die Backsteingotik in den alten Hansestädten. Dazu gehört der Erhalt der Schlösser und Herrenhäuser bei uns im Land, fast 2000. Ich kenne kein Land, das über so viel verfügt. Und besonders wertvoll sind die vielen kleinen Kunstprojekte, die vielen kleinen Kulturveranstaltungen. Sie sind ein beeindruckendes Zeugnis für die kulturelle Vielfalt unseres Landes in unseren Städten, aber eben gerade auch auf dem Land, die da kulturelles Leben anbieten und den sozialen Zusammenhalt stärken. Meine Damen und Herren, bei dem Thema sozialer Zusammenhalt, da gehen, wenn man die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern befragt, die Meinungen auseinander. Eine Hälfte der Bevölkerung sieht auch hier eine positive Entwicklung. Demgegenüber haben vor allem viele Ältere das Gefühl, in diesem sozialen Zusammenhalt sei in den letzten 25 Jahren etwas verloren gegangen oder jedenfalls aktuell gefährdet. Und vielleicht gibt es ja beide Tendenzen. Deutschland hat in den letzten Jahren ja unzweifelhaft an wirtschaftlicher Stärke gewonnen. Zu beklagen ist allerdings, dass in gleicher Zeit die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgegangen ist. Die sozialen Unterschiede zählen zu den größten Defiziten der letzten 25 Jahre. Trotz aller Fortschritte bei uns im Land sind immer noch rund 80.000 Menschen arbeitslos und andere arbeiten unter sehr prekären Verhältnissen. Nicht alle Menschen haben bisher von der positiven Entwicklung der letzten 25 Jahre profitieren können. Das zu ändern, ist eine ganz wichtige Aufgabe für die Zukunft. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch ein großartiges soziales Engagement im Land. Besonders wertvoll ist die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen. Jeder Dritte im Land engagiert sich ehrenamtlich. Bei der Feuerwehr, im Sport, in den sozialen Diensten, technische Hilfsdienste, Kirchengemeinde, in der Kultur, in der Kommunalpolitik. Dieses Engagement ist sehr wertvoll und verdient alle Unterstützung. Dafür gibt es seit diesem Jahr die Ehrenamtsstiftung, deren Arbeit inzwischen auch die früheren Skeptiker schätzen lernen, meine Damen und Herren. Ich sage bei dieser Gelegenheit sehr ausdrücklich einen großen öffentlichen Dank an alle Ehrenamtlichen im Land für ihr großartiges Engagement. Herzlichen Dank. Eine besonders große Hilfsbereitschaft gab und gibt es immer in schwierigen Zeiten. Wir haben das während der großen Elbefluten erlebt, 2002, 2012, als viele Freiwillige unermüdlich Sandsäcke gefüllt und mitgeholfen haben, dass die Deiche halten. Und wir erleben auch bei der Aufnahme von Flüchtlingen ein großartiges ehrenamtliches Engagement. Es ist wichtig, dass wir uns diese Solidarität, diese Hilfsbereitschaft, diesen Zusammenhalt bewahren. Das ist für mich die wichtigste Grundlage, wenn wir weiter gut vorankommen wollen in Mecklenburg-Vorpommern. Meine Damen und Herren, eine moderne Infrastruktur, deutliche Fortschritte in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt, gute Chancen inzwischen auch für junge Menschen, insbesondere für Familien mit Kindern, ein starker Zusammenhalt im Land. Mecklenburg-Vorpommern hat in den letzten 25 Jahren insgesamt deutlich an Attraktivität gewonnen. Unser Land bietet eine Heimat, in der man sich wohlfühlt. 95% der Menschen meinen, dass es sich heute hier gut oder sogar sehr gut in Mecklenburg-Vorpommern leben lässt. Das ist vielleicht die wichtigste Erklärung dafür, dass nach vielen Jahren der Abwanderung in den vergangenen beiden Jahren erstmals wieder mehr Menschen zu uns gekommen sind, als von hier weggezogen sind. All das zeigt, wir sind auf einem guten Weg. Unser schönes Mecklenburg-Vorpommern ist inzwischen
ein hochattraktives Bundesland, in das die Menschen gern kommen, um zu leben und zu arbeiten. Diese gute Entwicklung ist nicht allein das Ergebnis von Weichenstellungen auf Landesebene, sondern einen großen Anteil. Daran haben selbstverständlich auch die Städte und Gemeinden. Sie haben vielerorts eine sehr gut funktionierende kommunale Selbstverwaltung und wir erleben in vielen Städten und Gemeinden engagierten Bürgersinn und sozialen Zusammenhalt. Ich sage vielen Dank an alle, die auf kommunaler Ebene Verantwortung tragen und ihre Stadt, ihre Gemeinde in den letzten 25 Jahren gut vorangebracht haben. Dankeschön. Vor allem aber waren es natürlich die Menschen selbst, die ihr Land in den letzten 25 Jahren deutlich vorangebracht haben. Sie haben nach 1990 beherzt angepackt, die neuen Möglichkeiten genutzt, sich durch Rückschläge nicht vom Weg abbringen lassen. Ich denke, wir können sagen, wir in Mecklenburg-Vorpommern können sehr stolz sein auf das, was wir gemeinsam in den letzten 25 Jahren geschafft haben. Meine Damen und Herren, aus der positiven Erfahrung, sich unter schwierigen Bedingungen mit Mut und Einsatz bewährt zu haben, eine wirklich beeindruckende Aufbauleistung geschafft zu haben, daraus ist berechtigter Stolz erwachsen, aber nicht nur. Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt, ein positives Selbstwertgefühl als Mecklenburger und Vorpommern. Wir wissen, was wir können und wer wir sind und wir sagen inzwischen gern, ich bin aus Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren. Und ich treffe viele Menschen bei uns im Land, die sich darauf freuen, sich weiter einzubringen, die weiter alles dafür tun wollen, damit sich diese positive Entwicklung im Land fortsetzt. Und da sage ich, die Landesregierung und auch der Landtag, wir alle, die wir politische Verantwortung tragen, wir müssen diesen Menschen die notwendige Unterstützung dafür geben und gute Bedingungen schaffen, damit wir diese Ziele auch gemeinsam erreichen. Ich sehe dafür in den nächsten 10 Jahren 10 wichtige, konkrete Aufgaben. Die erste ist nach wie vor die wichtigste, unser Land wirtschaftlich weiter voranzubringen, damit Arbeitsplätze gesichert werden und neu entstehen. Und deshalb brauchen wir, da sind wir uns einig in der Koalition, SPD und CDU, wir brauchen weiter eine Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die gezielt auf Zukunftsbranchen setzt und die konsequent auf den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet ist. Dabei geht es uns immer, das ist die zweite Aufgabe, um gute Arbeitsplätze. Das ist wichtig für die Menschen und auch für die wirtschaftliche Entwicklung im Land, denn der Wettbewerb um Fachkräfte, der wird in den kommenden Jahren härter werden und da werden wir nur mithalten können, wenn die Unternehmen faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen bieten. Viele Unternehmen im Land haben das inzwischen erkannt, setzen auf gute Arbeit, aber es gibt auch noch andere, die diesem Beispiel noch folgen müssen. Mecklenburg-Vorpommern hat im Bundesrat und auch vorher hier im Land zu den Wegbereitern des Mindestlohnes gehört. Und zwar nicht nur mit Blick auf die, die dann direkt vom Mindestlohn profitieren, sondern auch, um im Land eine Lohnspirale nach oben in Bewegung zu setzen, damit wir davon wegkommen, dass wir das niedrigste Lohnniveau in ganz Deutschland haben. Den Mindestlohn gibt es jetzt und er zeigt positive Wirkung. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, den Tariflohn in den Mittelpunkt zu rücken. Denn dort, wo Tarif gezahlt wird, ist die Lohnangleichung zwischen Ost und West deutlich weiter fortgeschritten. Die Landesregierung hat deshalb schon vor einigen Jahren gemeinsam mit den Gewerkschaften und einigen Wirtschaftsverbänden eine Tarifpartnerschaft gegründet. Und wir haben in der Wirtschaftsförderung einen Bonus eingebaut für Unternehmen, die Tariflohn zahlen. Auf diesem Weg müssen wir in den kommenden Jahren weitergehen. Wir brauchen mehr Tariflohn in Mecklenburg-Vorpommern und wir brauchen eine starke Sozialpartnerschaft, meine Damen und Herren. Die dritte Aufgabe, wir müssen die großen Chancen nutzen, die die Energiewende für unser Land bietet, und zwar konsequent, das ist seit Jahren die klare Linie der Landesregierung. Und eine große Mehrheit der Menschen in unserem Land unterstützt das und bescheinigt uns bei diesem Thema gute Arbeit, inzwischen 80%. Allerdings erleben wir auf der anderen Seite auch, dass überall im Land Initiativen gegen neue Windparks und andere Energieanlagen vor ihrer Haustür entstehen. Für mich kann es auf diese Doppeldeutigkeit nur eine Antwort geben. Wir müssen beim Ausbau der erneuerbaren Energien so behutsam, transparent, mit Beteiligung wie möglich vorgehen.
Aber wir dürfen uns von unserem Ziel nicht abbringen lassen. Wir werden nicht jedem Protest nachgeben können. Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien, damit Deutschland aus der Atomkraft aussteigen kann. Und wir brauchen ihn als große wirtschaftliche Chance für unser Land. Die vierte Aufgabe liegt auf dem Gebiet der Infrastruktur. Es gibt weiter wichtige Verkehrsprojekte, Verlängerung der A14, die B96N auf Rügen. Zum Glück können wir sagen, dass wir hoffentlich noch in diesem Jahr bei beiden die ersten Abschnitte werden einweihen können. Ausgebaut werden muss natürlich als modernste Form der Infrastruktur die Versorgung mit schnellem Internet. Wir werden diese Aufgabe nur gemeinsam mit dem Bund leisten können, aber es ist völlig klar, dass auch wir selbst stärkere Anstrengungen unternehmen müssen und das auch tun werden. Meine Damen und Herren, die fünfte Aufgabe ist die Fortführung der soliden Finanzpolitik. Das ist der richtige Kurs, auch im Interesse kommender Generationen, denen wir nicht einen Berg von Schulden hinterlassen können. Und solider Haushalt, das bedeutet, bei der politischen Arbeit klare Schwerpunkte zu setzen. Da steht für mich weiter ganz vorne, gute Bedingungen für Familien und Kinder zu schaffen. Das ist die sechste Aufgabe. Wir alle wissen, gerade die ersten Jahre entscheiden über den Lebensweg eines Kindes. Wir brauchen gute Kitas, damit Eltern, Familie und Beruf miteinander verbinden können und damit unsere Kinder gute Chancen von Anfang an haben. Und was in den Kitas begonnen wurde, das muss in der Schule fortgesetzt werden. Gute Schulen sind deshalb das siebte wichtige Aufgabenfeld. Und da will ich zunächst ein Wort des Dankes sagen an die Fraktionen der SPD, der CDU und der Linken, dass sie sich auf ein gemeinsames Konzept zur Inklusion verständigt haben. Das ist ein hochsensibles Thema mit erheblichen Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer, mit viel Unsicherheiten bei den Eltern. Und deshalb ist wichtig, dass wir diese Aufgabe gemeinsam angehen. Kinder mit einer Behinderung brauchen bestmögliche Förderung, genauso wie alle anderen Kinder auch. Lassen Sie uns deshalb das, was wir gemeinsam beschlossen haben, auch gemeinsam umsetzen. Ich würde mir wünschen, dass wir auch auf anderen Feldern der Schulpolitik zu großer Gemeinsamkeit finden, vielleicht dann sogar zusammen mit den Grünen. Wir brauchen nach meiner Überzeugung auch in den kommenden Jahren kein Herumbasteln am System, sondern wir brauchen vor allem gute Organisation und ein gutes Miteinander in den Schulen mit konkreten Verbesserungen für Eltern, Lehrer und Schüler. Für mich ist ein wichtiges Feld dabei die Ganztagsschule, denn auch die Ganztagsschulen helfen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sind gleichzeitig ein Garant für gute und gleiche Chancen unserer Kinder. Meine Damen und Herren, gute Lebensbedingungen brauchen wir auch für die älteren Menschen im Land. Das ist die achte Aufgabe, die ich ansprechen möchte. Hier im Landtag gibt es die Enquete-Kommission, älter werden in Mecklenburg-Vorpommern, deren Ergebnisse will ich nicht vorbereiten, aber es ist klar, worum es geht. Um altersgerechtes Wohnen, um Mobilität, medizinische Versorgung und es geht um die Möglichkeit, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Das ist besonders wichtig, meine Damen und Herren, damit wir alle, die wir heute ja deutlich älter werden als frühere Generationen, damit wir die uns geschenkte zusätzliche Zeit möglichst positiv gestalten und genießen können, damit wir möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen. Und wir müssen weiter, das ist für alle ostdeutschen Länder eine ganz wichtige Aufgabe, wir müssen uns weiter für eine Angleichung der Renten einsetzen. Viele Menschen im Land, nicht nur Ältere, auch Jüngere, empfinden es als große Ungerechtigkeit, dass es 25 Jahre nach der deutschen Einheit immer noch eine Rente Ost und eine Rente West gibt. Bei der Bildung der heutigen Bundesregierung ist vereinbart worden, dass die Angleichung Ende 2019 abgeschlossen sein soll. Das muss jetzt umgesetzt werden. Und wir brauchen, damit wir dieses Ziel erreichen, vorher schon einen Zwischenschritt. Dafür wird sich die Landesregierung weiter einsetzen. Wir brauchen endlich die Angleichung der Renten in Ost und in West. Meine Damen und Herren, die neunte Aufgabe ist von besonderer Aktualität. In den vergangenen Monaten ist eine große Zahl an Flüchtlingen nach Deutschland gekommen, auch zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern. Im Moment steht im Vordergrund für alle, eine Unterkunft zu organisieren, ein Dach über dem Kopf. Hier Unternehmen, Land, Kommunen, Hilfsorganisationen, Ehrenamtliche, große Anstrengungen, um das sicherzustellen. Viele setzen sich ein bis an die Grenzen ihrer Kraft. Ich finde, wir sollten hier deutlich das Signal aussenden. Herzlichen Dank an alle, die das tun.
Die eigentliche Aufgabe, das ist uns allen klar, wird erst danach beginnen. Wir müssen diejenigen, die bei uns bleiben, denen müssen wir die Möglichkeit bieten, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Es geht um das Erlernen der deutschen Sprache zuallererst, um die Integration in Kitas, Schulen, Arbeitsmarkt. Wir müssen allen, die hier bleiben, eine Chance bieten, ihren Platz in unserer Mitte zu finden, meine Damen und Herren. Das wird noch viele Anstrengungen erfordern. Wichtig ist, dass wir Kurs halten, Schutzbedürftige aufnehmen, zurückschicken, wer diesen Schutz nicht braucht. Und bei der Aufnahme der Flüchtlinge müssen wir sehr aufpassen, dass nicht Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Vorschläge wie etwa der, den Mindestlohn für Flüchtlinge auszusetzen, sind vor diesem Hintergrund höchst gefährlich. Das schafft einen Verdrängungswettbewerb, das ist sozialer Sprengstoff und deshalb lehnen wir diesen Vorschlag ab. Wir brauchen gute Bedingungen für alle Menschen in unserem Land, für Kinder aus Flüchtlingsfamilien ebenso wie für einheimische Kinder, für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus Schwerin, Rostock und Pasewalk ebenso wie für Flüchtlinge, die neu zu uns kommen und sich hier eine eigene Zukunft aufbauen wollen. Meine Damen und Herren, deshalb ist die 10. Aufgabe besonders wichtig. Mecklenburg-Vorpommern ist heute, 25 Jahre nach der deutschen Einheit, ein demokratisches und weltoffenes Land. Ich verkenne nicht, dass es in unserem Land auch andere Strömungen gibt. Die unappetitliche NPD hier im Landtag, die rechtsextremen Strukturen im Land. Aber ich bin stolz darauf, dass Zehntausende in unserem Land dagegenhalten und Hass und Gewalt eine klare Absage erteilen. Dieses Engagement müssen wir erhalten. Denn diejenigen, die auf Deutschtümelei, auf Hass und Gewalt setzen, die haben noch nie Lösungen geboten. Im Gegenteil, ihre geistigen Ahnen haben vor 75 Jahren die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt und Millionen von Toten zu verantworten. Rechtsextremisten, und schreien Sie noch so laut, dürfen in Deutschland nie wieder etwas zu sagen bekommen. Und Mecklenburg-Vorpommern muss auch in Zukunft ein demokratisches und weltoffenes Land bleiben, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, 10 Aufgaben für die nächsten 10 Jahre, ein Fahrplan für die notwendige sachliche Arbeit, damit am Ende unsere Vision von Mecklenburg-Vorpommern wahr wird. Ein modernes, ein wirtschaftlich starkes, ein soziales, ein weltoffenes Mecklenburg-Vorpommern. Ein Land, in dem die Menschen gerne leben und in dem sie mit Selbstbewusstsein, Optimismus und Zuversicht die anstehenden Aufgaben angehen. Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten. Vielen Dank.